Hallo Leute, ich grüße euch aus den Transkarpatischen Bergen. Nach dem Starkregen und es schwimmen die Flaschen. Wir waren gerade hier an einem Naturschutzgebiet mit Bären und mit allem und wunderbar schön. Aber wie überall auf der Welt, man muss echt bedenken, wenn wir nicht anfangen, unseren Müll hinter uns aufzuräumen, dann gibt es Probleme. Schaut mal hier rüber. Überall, wenn das Hochwasser ist, wird der Müll mitgeschwemmt und wenn das Wasser wieder runter geht, dann bleibt es alles stecken in den Büschen. Das ist einfach total schade. Aber ansonsten liebe ich dieses transkarpatische Gebiet. Das ist genial. Und wir waren heute den ganzen Tag wandern und wunderbare Atmosphäre, wunderbare Luft. Außerhalb der Müll, der in den Flüssen halt abtransportiert wird. Es gibt keine städtische Müllentsorgung. Und bei den Leuten ist es einfach nicht im Kopf, das umzusetzen, selber Verantwortung zu nehmen. Und ich würde sagen, bei uns würde es genauso sein, wenn bei uns nicht irgendwo eine Mülltonne wäre. Also schaut mal, dass ihr darauf achtet, möglichst Müll zu vermeiden. Vielleicht kauft im örtlichen Markt beim Bauern ein, damit weniger Müll entsteht. Weil wenn Müll entsteht, muss er entsorgt werden. Und wenn das Entsorgungssystem Probleme hat, dann ist das das Ergebnis.